Die US-Bilanzsaison ist bereits wieder in vollem Gange und bislang stehen insbesondere die Finanzwerte im Blickpunkt. Nach Wells Fargo und JP Morgan präsentierte auch gestern die Citigroup einen Milliardengewinn. Darüber will ich heute sprechen mit Roland Hirschmüller von der Baader Bank. Roland, es hat zumindest den Anschein, dass im Gegensatz zu Europa in den USA die Finanzkrise bereits das Schlimmste ausgestanden scheint. Ja, diesen Eindruck kann man durchaus gewinnen. Du hast es gesagt, es werden wirklich wieder Milliarden verdient, wenn auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Aber die Immobilienkrise, sie scheint hier zum Teil überwunden zu sein. Man sieht es auch, die Fed versteigert jetzt wieder ein Paket von sogenannten CDS, die sie in der Finanzkrise angekauft hat. Und es gibt 5 Interessenten, 5 Bieter dafür. Insofern kann man wirklich sagen, die Finanzkrise ist ein paar Schritte hinter uns. Warum verdienen denn die Banken plötzlich wieder Geld? Hat das vor allem mit den Maßnahmen der Fed zu tun? Ja, ganz klar. Die Fed hat für billiges Geld gesorgt. Die Fed sorgt dafür, dass die Zinsen niedrig bleiben. Das ist erklärtes Ziel. Sie greift auch bisher in die Märkte ein, wenn es zu Störungen kommt. Und was man ganz klar sagen muss, in diesem ersten Quartal, vor allem bei JP Morgan und bei Citigroup, hat man es gesehen, das Kapitalmarktgeschäft, es läuft, vor allem der Anleihehandel, er läuft. Aktienplatzierungen in Amerika wohlgemerkt. Es gab wieder einige, da wird ordentlich Provision verdient. Und bei Wells Fargo, die ja weniger vom Kapitalmarktgeschäft abhängig sind, auch bei dieser Bank hat man gesehen, die Kunden, sie kommen wieder zur Bank, sie schulden um, sie kaufen teilweise neue Immobilien und insgesamt hat das einfach geholfen. Thema Zinsmarge. Weniger rund läuft es hingegen bei den ziemlich erfolgsverwöhnten Aktionären von Apple. Du hast mir vorher erzählt, ziemlich hektisch im Handel. Absolut. Man kann es ja fast kaum glauben. 5 Tage in Folge ist die Apple-Aktie gefallen. Gut, der Markt, er war auch schwach, aber die Apple-Aktie, der ganz, ganz klare Underperformer, das hatten wir lange nicht. Wir haben knapp 9% verloren in der Apple-Aktie. Gründe, natürlich hört man immer wieder Gewinnmitnahmen, aber ganz klar, man hört auch irgendwo das iPad. Die Nachfrage soll doch vielleicht nicht ganz so gut sein. Und das Zweite ist, was man von Verizon Wireless, einem Carrier, gehört hat. Sie versuchen hier ein paar Gebühren mehr durchzudrücken. Wenn Kunden upgraden wollen beim iPhone, so werden sie mit extra Gebühren von ca. $30 belangt. Das drückt natürlich irgendwo die Nachfrage und das fällt natürlich hier bei dieser nervösen Stimmung ganz, ganz klar auf fruchtbaren Boden. Es kommt relativ schnell zu Gewinnmitnahmen. Währenddessen scheint es an ganz anderer Stelle zwischen Argentinien und Spanien zu einem handfesten Wirtschaftsstreit zu kommen. Um was geht es da genau? Ja, man muss sagen, Ölaktien dieser Tage wirklich Gefahren überall. Das Ganze geht darum, Repsol hat eine Beteiligung an der argentinischen Ölfirma YPF in Höhe von 57%. Repsol selbst, der Eurostoxx-Wert, er verdient mit dieser Beteiligung ein Drittel seines Gewinns, kommt aus Argentinien. Argentinien hat gesagt, Energieversorgung ist ein nationales Interesse, man muss zu viel Energie importieren. Letztendlich hat sich die Präsidentin Kircher jetzt vom Parlament ermächtigen lassen, ein Gesetz, die Mehrheit an YPF von Repsol zu übernehmen. Keiner weiß, zu welchem Preis. Das macht die Märkte extrem nervös. Und wir haben es gesehen, die Repsol-Aktie heute nochmal mit -6%, nachdem sie bereits die letzten Tage recht schwach war. Weil wie gesagt, man weiß nicht, wie hoch die Kompensationszahlung ausfallen wird. Man sieht momentan dieser Tage nach Total, BP, Repsol jetzt, Ölaktien sind eine sehr, sehr riskante Anlage. Der Blick auf die Auslandsmärkte mit Roland Hirschmüller von der Baader Bank. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte.